Hey Leute, willkommen zurück zu Dead Space 3, Folge 11. We play old school, mehr Box Holt. Und hier, bei der letzten Folge hatten wir ja, beziehungsweise ich habe ja mich hier gefragt, wie soll ich den Teil hier, den Ventilator, den fetten, aufhalten? Ganz einfach, Chinese. Und dann die Teile hier rauspflücken. Bam. Ja. So. So, okay. Den dritten habe ich jetzt nicht geschafft. Jetzt aber. Komm her, wo bist du? Da bist du. Okay. Weißt du, ich wollte niemandem schaden. Ich wollte nur leben. Mhm. Das war alles, was ich wollte. Auch. Leben. Ich wollte leben. Mhm. Hat geklappt. Die Schwerkraftwerte sind wieder normal. Was fänden Sie schlimmer, Buckle? Mit allen anderen zu sterben oder der einzige Überlebende zu sein? Nicht das Sterben macht mir Angst, sondern vor dem Tod nichts bewegt zu haben. Sie sollten es jetzt bis hoch zur Spitze des Kommandoturms schaffen, Isaac. Wenn Edwards in der Nähe ist, werden Sie ihn dort finden. Und sein Geheimversteck. Tito. Okay. Ich will jetzt zu Edwards, weil wir haben jetzt hier die Umweltsteuerung ausgeschalten, ne? Hier, Falle deaktiviert. Und mal gucken, was das für ein Typ ist. Wer derjenige da ist, der da noch hier scheinbar 200 Jahre überlebt hat. In dem Schiffchen hier. Leute, und ich muss euch sagen, ich war schon bei Edwards gewesen und ich weiß auch schon, was Phase ist. Einfach nur deswegen, aus dem Grund, weil die Aufnahme, mein PC ist abgestürzt und die Aufnahme war kaputt dadurch. Ja, von daher musste ich es nochmal neu machen. Mal ganz von vorne angefangen. Von der Bahnstation aus. Mhm. So. Hier geht's weiter. Nee, halt mal. Doch. Nee, ist richtig. Okay. So, aber ich will euch jetzt trotzdem nicht verraten. Natürlich nicht, was da ist mit Edwards. Ich wollte es euch einfach zeigen. Ich meine, ich wollte jetzt nicht da anfangen, wo der letzte Checkpoint war, weil das war schon bei der Achternstation. Ich hatte schon bis zur Achternstation gespielt gehabt, hier Edwards gefunden sozusagen. Und dann, scheiße, PC-Crash, Bluescreen. Am Arsch. Und da die Checkpoints ja unglaublich geil sind bei Dead Space, anstelle mal mir die Möglichkeit zu geben, ja, von einem Checkpoint zuvor vielleicht nochmal zu starten. Nein. Ich muss den kompletten Abschnitt nochmal neu starten. So. Aber das Gute ist, ich habe schon einen Haufen Stuff hier. Nämlich, wenn ich das Kapitel nochmal neu starte, also jetzt hier zum Beispiel die Mittelstation, muss ich ja nochmal neu starten von Anfang an. Das, was ich vorher schon freigespielt hatte, also was heißt freigespielt, das, was ich, diese Ressourcen, die ich vorher schon hatte, schon eingesammelt hatte, die bleiben erhalten. Sprich, wenn ich jetzt nochmal zocke, das hier nochmal neu zocke sozusagen, werden die Ressourcen nochmal dazu addiert. Also die Ressourcen sind... Oh shit. Ich bekomme hier immer neue Ressourcen dazu. Die sind nach wie vor, tauchen die auf. Das wollte ich damit sagen. Das heißt, ihr könnt sozusagen hier endlos rumfarmen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein Bug ist. Ja. Aber ja, falls ihr halt knapp seid und Bock drauf habt, nochmal so einen Abschnitt neu zu starten, könnt ihr halt hier endlos Ressourcen sammeln. Endlos Medipacks, endlos Munitionsclips. Wie es jetzt mit den Platinen ist, weiß ich nicht, weil die Platinen da, die ihr da seht, da unten, und diese Teile da mit dem Werkzeugschlüssel drauf, die hatte ich bei mich bei Edwards gefunden. Mhm. So. Mal gucken. Auf jeden Fall. Ups. Ja. Auf jeden Fall. Na, jetzt aber. Genau.
Auf jeden Fall tauchen die ganzen Ressourcen nochmal neu auf und kommen immer dazu. Praktisch wie bei irgendeinem Rollenspiel, Final Fantasy oder so, wenn ihr nochmal einen Bereich neu besucht, den ihr schon besucht habt, da ja, gibt es dann wieder neue Erfahrungspunkte und hier gibt es auch wieder dieselben Ressourcen wie den Munitionsclip hier. Bam. Coole Sache. Das ist schon mal in Ordnung, aber ja. Erfordert natürlich hier einiges an Farming. So. Da geht's hoch. Ah, Edward, Kumpel, ich komme zum zweiten Mal. So, da ist die Umweltsteuerung. Hier war die Falle gewesen. Die ist aus. Wir haben jetzt gezockt schon. Okay. Ups, sorry. Okay. Erstmal einen zweiten Stock. Weil im zweiten Stock, da ist ein Haufen Stuff. Hier, Ressourcen. Munitionsclip. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Medipack. So. Also jetzt sieht es nämlich alles andere als knapp aus. Munition habe ich, ja, reichlich. Medipacks genug. Passt schon. Und da war gerade die Zugangskarte. Eine Zugangskarte. Wozu die gut ist, zeige ich euch gleich. So. Raus hier. Okay. Ja. Jetzt heißt es in die dritte Etage. Komm, Buddy. Isaac. Und in der dritten Etage. Da chillt Edwards. Erinnert mich ein bisschen an Sunshine. Hatte ich auch in der letzten Aufnahme gesagt, aber hier nochmal. Sunshine, ja. Der Film von Danny Boyle. Aber durch das Sichtfenster die gleißende Sonne. Ja, ganz nice gemacht. Okay, hier ist Edwards. Und er ist... Glückwunsch, du hast mich gefunden. Ganz schön dämlich, was? Ich wollte nur leben. Und jetzt, da ich der einzige Überlebende bin, ist es mir scheißegal. In all der Zeit, in der ich allein war, ist mir bewusst geworden, dass Sam recht hatte. Ich bin ein fauler Sack, der nie was für sein Team getan hat. Okay. Team. Wenn ihr mich jetzt hören könnt, das hier ist für euch. Ja, also wisst ihr Bescheid, ne? Edwards hat nicht etwa überlebt, sondern der hatte sich schon vor etlichen Jahren wahrscheinlich umgebracht. Das war nur so eine automatisierte Audioaufzeichnung. Diese ganzen Fallen und sowas, ne? Oh, hier liegt ein cooler Hut drauf. Hey. Hä? Passt nicht, egal. Joa. Ich dachte, der spielt so eine Country-Musik wieder ab. Musik. Wo er gesagt hat, das ist für euch, aber hat er sich umgebracht, ne? Hat er sich einen Headshot verpasst. Er hat keinen Bock gehabt, hier allein zu sterben. Naja, scheiß drauf. Okay. Jetzt will ich doch mal schauen, ob ich jetzt nochmal die Ressourcen kriege, die ich schon eingesammelt hatte. In der Aufnahme, die da im Marsch war. Also die Platinen, die ich da zum Beispiel habe. Mal gucken. Schlüsselkarte. Das war die Schlüsselkarte, die ich dann in der zweiten Etage aufgesammelt hatte. So. Alter. Upgrade-Platine. Hat Inventar ist voll? Warte mal. Ey, kann nicht sein, oder? Ey, habt recht. Hat gedauert, aber ich verstehe jetzt, warum wir nicht am Leben bleiben durften. Wenn du das hier gefunden hast und noch lebendig bist, dann kann ich meinen Part wohl endlich erfüllen. Hm. Computer? Alle übrigen Sprengladungen zünden. So, letzte Falle von Edwards, nur zur Info.
Ich werde mal ein paar Medipacks dann verschwenden, muss, weil ich will den Stuff hier haben. Also irgendwie kannst du hier endlos so, kannst hier endlos farmen hier. Hey Buddy. Na nee. So. Coole Country, naja, cool, Country-Musik, Musik, was denn jetzt? Noch mehr? Warte mal hier, ja, zwei Blitze. Komm, eins geht noch, so jetzt aber, müsste jetzt reichen. Holy crap, so viel Zeug. Nachher mal bei der Werkbank irgendwie mal upgraden. Oh, hi Buddy. Hey. So. Ah, sehr okay, sehr okay. Oh, Alter, die scheiß Säure. Das load mich so übelst down hier. Okay, jetzt nicht mehr so viel verschwenden, passt jetzt. Halbmetall. Ja, ein Halbleiter. Okay. Ach, hier war noch Stuff gewesen. Ja, genau. Und ein Medikit, passt schon. Oh, cool. Hey, müsste jetzt reichen. So. Jetzt noch den Rest hier noch einsacken von dem Stuff. Ersatzteilbox. Oh man, ich will die Upgrade-Platine. Verdammte Scheiße. Warte mal. Das Stase-Dingens, das brauche ich da nicht. Ja. So. Goal, nachladen und Schaden. Ja, das ist doch mal fett, oder? Ja. Karriereleiter zu den Sternen. Naja, gut, ich fahre jetzt ja mal ein bisschen Fahrstuhl nach unten. Alrighty, ready. Also. Ja, fett voll, würde ich sagen, ne? Also Munition en masse. Und Stuff en masse. Yeah. Dammit. Also hätte ich nicht rausgefunden, wenn jetzt nicht die Aufnahme versaut gewesen wäre und ich nicht nochmal den Abschnitt hier komplett nochmal neu gestartet hätte. Könnt ihr in der Missionsauswahl, da steht ein Kapitel auswählen. Da geht das so. Ich glaube, erste war's. Die ganzen Ressourcen komplett nochmal neu auftauchen, das ist doch mal echt cool. Also war der Vorwurf aus dem Giga-Review eigentlich gar nicht berechtigt, würde ich sagen, dass man nicht so viele Ressourcen findet. Gut, vielleicht nicht so auf einem normalen Weg, aber wenn ihr nochmal die Levels neu macht, auf jeden Fall. Beziehungsweise Abschnitte nochmal neu macht. So, joa. Das stimmt mich doch mal schon mal wieder positiv hier. Aber ich hoffe, ich werde jetzt nicht so super extrem heimgesucht von irgendwelchen Feinden hier. Ja, komm. Hallo? Yep. Country-Musik ist... Alter, ich sag mal Musik.